Zukunft Steuern. Updates der BSTBK. Der Podcast über die Steuerberatung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Kalina Kerschbaum. Heute geht es um das Thema Aus der Krise lernen, Lohn digitaler und unbürokratischer. Die Prozesse rund um die Lohnabrechnungen werden durch neue Rechtsprechung und gesetzliche Vorschriften immer komplexer und bürokratischer. Auch die fehlende oder nicht vollständige Digitalisierung einzelner Prozesse beansprucht immer mehr Zeit und Ressourcen von Unternehmen und Steuerberatern. Das stellt alle Beteiligten vor immer neue Herausforderungen, die Lohnbuchhaltung pünktlich zu erstellen. Wo könnte und müsste Bürokratie abgebaut? Wo könnte und müsste mehr Digitalisierung angegangen werden? Was ist zukünftig denkbar? Dazu mehr in dieser Folge. Und heute zu Gast? Heute begrüße ich Herrn Karl-Heinz Bonjean. Herr Bonjean ist Steuerberater in eigener Kanzlei in Pulheim in NRW und Vizepräsident der Bundessteuerberaterkammer. Herzlich willkommen, Herr Bonjean. Herr Bonjean, steigen wir ein in unser Thema. Steuerberater sind ja stark in Lohnbuchhaltung ihrer Mandanten eingebunden. Wenn man allein schaut über DATEV, das berufsstandseigene Rechenzentrum der Steuerberater, da werden monatlich mehr als 14 Millionen Lohnabrechnungen erstellt. Das ist ja eine ganz enorme Zahl, die man da hört. Und das ist nur das DATEV-Rechenzentrum. Es gibt ja auch noch andere. Aber wo brauchen denn die Mandanten die meiste Unterstützung in diesem Bereich? Ja, Frau Kalina, die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen, die wir haben in Deutschland, die überfordern unsere Mandanten an vielen Stellen, weil es einfach ein Dickicht an Regelungen in den Gesetzen ist. Nicht nur das Steuerrecht, was ja an sich schon sehr umfassend ist, sondern ganz besonders die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen sind enorm und mindestens nochmal so von der Dimension her zu beurteilen wie die steuerrechtlichen Regelungen. Insofern sind unsere Mandanten auf uns als Steuerberater angewiesen, dass wir jeden Monat eben die von Ihnen erwähnte große Zahl an Lohnabrechnungen hier auch wirklich für unsere Mandanten umsetzen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir natürlich gerade durch die Corona-Pandemie und viele andere Dinge, die wir erleben und gerade auch durch die neuen Krisen weiter erleben, auch viele staatliche Hilfsmaßnahmen bekommen. Und das merken wir natürlich auch in der Lohnabrechnung, wie das Beispiel des Kurzarbeitergeldes deutlich zeigt. Das alles zu überblicken, insbesondere das Kurzarbeitergeld mit allen seinen Sonderregelungen, dazu braucht es ausgewiesene Experten. Und das ist ein Punkt, den wir als Steuerberaterinnen und Steuerberater deutschlandweit für unsere Mandanten abdecken. Und dort brauchen wir gerade beim erwähnten Kurzarbeitergeld und an vielen anderen Stellen dringend Entlastung. Alles ist in der Regel viel zu bürokratisch, viel zu kleinteilig und leider zu wenig digital. Ganz schön komplexes Thema, was Sie da alles angesprochen haben schon, Herr Bonjean. Was meinen Sie denn, wo sind denn die größten Baustellen jetzt gerade im Lohnbereich? Ja, die größten Baustellen, das ist eigentlich eine alte Baustelle, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland haben. Das ist das Problem, dass Lohnsteuer und Sozialversicherung völlig unterschiedliche Regelungen haben, ein völlig unterschiedliches System. Insofern auch natürlich eine ganz besondere Herausforderung für den Steuerberater und seine Mandanten in diesem Bereich. Und deshalb fordern wir auch von der Politik hier ein konsequentes Normenscreening, dass eben diese Schere, unterschiedliche Regelungen in der Sozialversicherung und in der Steuer, in der Lohnsteuer, nicht weiter auseinanderdriften, sondern dass man eben bei jedem Gesetz dieses Gesetz auf den Prüfstand stellt und sagt, okay, wir schauen uns das an. Sobald hier eben Lohnsteuer, Sozialversicherung weiter auseinanderdriften, machen wir das an der Stelle lieber nicht. Und dann evaluieren wir auch nochmal nach 2-3 Jahren spätestens und gucken, haben wir unser Ziel erreicht. Das wäre so ein erster Schritt, den wir brauchen, aber da sind wir auch leider weit von entfernt. Eine weitere Baustelle, die wir im Lohnbereich haben, in den Lohnabrechnungen, ist das Thema Kurzarbeitergeld. Dort gibt es in der Tat
noch sehr, sehr viel zu tun. Insbesondere werden derzeit, was sowohl die Mandanten natürlich unternehmen, wie auch ihre steuerlichen Berater stark belastet. Die gesamten Anträge, die wir gestellt haben, das ist eine erhebliche große Zahl an Kurzarbeitergeldanträgen, alle von den Arbeitsagenturen deutschlandweit geprüft. Und das belastet natürlich mit einer enormen Bürokratiewelle sowohl die Unternehmen draußen, die diese ganzen Unterlagen wie Stundenaufzeichnungen und alles, was dazugehört, wieder bereitstellen müssen. Teilweise geht das ja zurück bis in das Jahr 2020. Dann insbesondere natürlich auch die lohnabrechnenden Stellen, also die Steuerberater beispielsweise, die diese ganzen Prüfungen durchführen müssen. Und insofern jeden Antrag, wo es irgendwo Beanstandungen gibt, halt ändern müssen. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Das kann so weit gehen. Ich hatte vor kurzem wieder einen Fall, da ging es um 10 Cent, also 10 Cent Änderung. Dazu muss man dann als Unternehmen oder lohnabbrechende Stelle wie der Steuerberater letztendlich einen Korrekturantrag machen. Das kostet zumindest mal die Mitarbeiter viel Zeit. Das ist, glaube ich, eine ganz große Baustelle, die wir dort noch haben. Ja, vielen Dank. Herr Bonjean, Sie sind in Ihrer Funktion als Vizepräsident der Bundessteuerberaterkammer da auch sehr aktiv und versuchen, Änderungen zu erreichen. Tut sich denn was? Sehen denn Gesetzgeber und auch Verwaltung die Probleme und reagiert man denn darauf und versucht irgendwo Erleichterungen zu schaffen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Teil eine sehr positive Reaktion aus dem Bundesarbeitsministerium bei dem für uns zuständigen Referat in unseren Gesprächen bekommen, haben auch in vielen Gesprächen mit den Arbeitsagenturen, nicht nur mit der Bundesarbeitsagentur, auch mit den Landesarbeitsagenturen einiges erreichen können und haben zum Beispiel unser Thema von eben beim Kurzarbeitergeld bewirken können über die politische Schiene, dass wir dort eine 10.000 Euro Grenze bekommen haben für jeden Arbeitsausfall. Das bedeutet eben, diese Prüfungen, die sehr kleinteilig sind, wie eben erwähnt, werden nur dann durchgeführt, wenn pro Arbeitsausfall mehr als 10.000 Euro Kurzarbeitergeld gezahlt worden sind. Das hilft in der Praxis. Allerdings, jetzt komme ich zum negativen Beispiel, was die Unternehmen draußen, gerade unsere Mandanten, sehr, sehr ärgert und sehr beschäftigt. Das ist das sogenannte Pflegeunterstützungsentlastungsgesetz, kurz PÜG genannt. Das ist ein riesiger Aufwand, wir müssen uns die Nachweise geben lassen. Und das alles auf Papier. Das ist ein Beispiel, was gerade nicht so gut läuft. Ein digitales Verfahren, was wir ja alle haben wollen, also völlig ohne Papier, quasi aus bestehenden Registern, wie beispielsweise das ELSTAM, also die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale in der Steuer oder aber auch die entsprechenden Kindergeldstellen, die es ja auch deutschlandweit gibt, dass das ab 2025 realisiert werden soll. Bis dahin müssen wir aber alles manuell erfassen, in jeder Lohnabrechnung. Bei 14 Millionen, hat man ja am Anfang gesagt, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Herr Bourgeon, wenn Sie sich den Bereich der Lohnbuchhaltung mal so insgesamt anschauen, was meinen Sie denn, wo schlummert das größte Potenzial, hier unnötige Bürokratielasten, dass wir uns davon befreien? Wo sehen Sie da das größte Potenzial? Ja, das größte Potenzial sehe ich in der Tat im Bereich der konsequenten Digitalisierung, weil wir eben sehr viele Bereiche haben in der Sozialversicherung, die eben noch nicht digitalisiert sind. Wir bleiben wieder bei dem Beispiel Kurzarbeitergeld. Das bietet sich hier an, denn dort haben wir aktuell gar nichts digitalisiert. Wir sind da ganz am Anfang, insbesondere beim Antragsverfahren, bei den Abschlussprüfungen hatten wir eben ja auch schon drüber gesprochen. Da ist ein Riesenpotenzial. Zweites Thema haben wir auch eben gestreift, das sogenannte PÜG, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, wo wir eben manuell erfassen müssen, obwohl es digital eben viel schneller und besser ginge. Ja, ein weiteres Entlastungspotenzial schlummert natürlich in unserem Projekt der Steuerberaterplattform in Verbindung mit der Vollmachtsdatenbank, wo wir uns vorstellen können, zukünftig eben Vollmachten beispielsweise für die Zustellung drüber abzubilden, voll digital, wo wir
uns vorstellen können, eine Chatfunktion, das Thema Kommunikation mit den Krankenkassen, mit den Sozialversicherungsträgern und den ganzen Institutionen dort, aber auch das große Thema Austausch von Belegen Richtung Sozialversicherung, sei es in einer Prüfung, sei es bei allen Themen rund um die Sozialversicherung. Also da würde noch ein relativ großes Potenzial sehr schnell eigentlich gehoben werden können. Da sind wir aktuell in den ersten Gesprächen, haben dazu einen eigenen Arbeitskreis, eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, haben wahrscheinlich Ende August auch mit dem Arbeitsministerium dort in Berlin eine Arbeitsgruppe und hoffen, dass wir das schnell auf den Weg bringen können. Ja, vielen Dank. Gerade die Steuerberaterplattform ist natürlich ein großes Projekt auch. Jetzt haben Sie schon diesen Bereich der Sozialversicherung, der uns ja hier heute auch interessiert, angesprochen. Da sind viele Beteiligte involviert und wir müssen einfach schauen, dass wir da alle gut mitnehmen. Da sind Sie ja schon wunderbar dran und wir hoffen alle, dass wir da gut vorankommen und auch einfach zügig vorankommen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man Bürokratie bauen will, dass man alle mitnehmen muss und es dann doch auf der einen oder anderen Seite dann auch mal den Bedenkenträger gibt. Aber gut, sehr schönes Thema. Herr Bourgeon, wie ist es denn? Jetzt hatten wir uns die Bürokratielasten angeschaut. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen mehr auf den Bereich der Digitalisierung. Wo sehen Sie denn da das größte Digitalisierungspotenzial in dem Bereich hier der Lohnbuchhaltung? Ja, dort gibt es in der Tat ein sehr, sehr großes Potenzial. Das größte sehe ich gerade in der bereits besprochenen und erwähnten Steuerberaterplattform, die wir ja nun schon am Start haben seit 01.01.2023. Aber auch sehr, sehr wichtig, dass sämtliche Dialogverfahren, die irgendwo in der Sozialversicherung neu aufgesetzt werden, keine Einbahnstraßen sind, sondern dass eben natürlich immer auch der Rückweg gegeben sein muss zum Mandanten, zum Unternehmen, in unsere Lohnabrechnungssysteme. Das ist ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten dort auch einen entsprechenden Vorteil davon haben. Als Beispiel dafür aus der Vergangenheit kann ich positiv erwähnen, die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung, kurz EUBP. Dort haben wir uns dafür eingesetzt und in der Zwischenzeit auch realisiert, dass wenn der Sozialversicherungsprüfer seine Feststellungen gemacht hat, sämtliche Feststellungen, die dort getroffen werden, also alle Änderungen im Rahmen einer Sozialversicherungsprüfung, auch digital zurückgemeldet werden. Und das ist etwas, was uns dann auch wieder in der Praxis sehr hilft. Und natürlich ein Digitalisierungspotenzial sehe ich noch im Bereich der Belegübertragung. Dort sind wir in vielen Bereichen Grundsteuerverfahren erst ganz am Anfang. Hier hoffe ich mir noch in der Sozialversicherung, aber auch in der Lohnsteuerprüfung noch sehr viel mehr in den nächsten Jahren. Das kann weg. Herr Bourgeon, jetzt haben Sie schon viele Punkte angesprochen tatsächlich. Wir kommen zur letzten Frage in unserem heutigen Podcast. Mal ganz kurz und knapp, was kann denn weg im Bereich der Lohnbuchhaltung? Ja, kurz und knapp eine Antwort auf Ihre Frage. Auf jeden Fall das Papier. Das Papier muss weg. Wir haben viel zu viele Papierformulare nach wie vor. Kurzarbeitergeld haben wir schon vieles gestreift heute und gerade dort muss das Papier weg. Das ist eigentlich etwas, was schon längst in den Papierkorb gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Bereich der Künstlersozialkasse, auch das ein Bereich, den wir heute noch nicht angesprochen haben, läuft eigentlich alles noch auf Papier und das ist halt sehr, sehr unbefriedigend. Also wir nehmen mit, Papier muss weg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bourgeon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, sehr gerne, Frau Kalina. Vielen Dank für das Gespräch.